Nee. Hä? Halluzinationen, ich werd irre. Na, das war ja leicht. Juti. Ach, zu wieder zurückkehren. Das Umspannwerk versank ohne Strom im Dunkel. Ach du Scheiße. Das Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Nein! Lauf, du Schlampe! Sorry, was war das denn? Das ist nicht weitergelaufen. Der Treuepunkt erreicht. Oh, das ist jetzt eklig. Hier kommt doch jetzt wer. Aus der Ecke! Nein? Hm. Aber jetzt. Sag ich doch. Das war ja schön. Aua! Lass mich doch bitte durch. Eine schöne Kettensäge. Das finde ich nicht cool. Auf die Ausrüstung achten. Was, der lebt noch? Wie kann man denn sowas überleben? Blendgranate. Einfach so. Hier, bitteschön. Oh Gott. Was ist das bitte gewesen sein? Oh. So, Madame. Was mal? Hier entlang, junger Mann. Ja, das Rohr ist jetzt leer. Ohne Lampe. Gehen. Jetzt ist es die Hochleistungslampe. Wir müssen hier entlang. Ich kannte sie beide, Tom und Barbara. Ich war so in ihn verliebt. So ein schöner Mann. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatte. Ach, sie hat mir die Kisten hingestellt. Und er weckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen. Aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein Rückfahrticket. Ich fange an, es zu verstehen. In dem Fall, junger Mann, sind sie vielleicht klüger, als Thomas war. Die Hexe sah so aus wie sie. Aber sie war es nicht. Barbara war so lieb. Er begriff zu spät und versuchte, es ungeschehen zu machen. Schrieb sich selbst, sie und alles, das er je verfasst hatte, aus der Welt. Ach, er war so berühmt. Und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom. Er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück, für den Fall, dass es wieder passiert. Eine Versicherung. Er hat mir vertraut. Oder mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle. Wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf sie. Wir sind Figuren, gefangen in einer Geschichte, die sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, erlebt keiner von uns das Ende. Woher wissen Sie das? Ja, woher weißt du das? Tom hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir, im Fernseher, von jenseits der Welt, aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Hallo! Al! Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort! Ah, Sarah also. Oh nein, scheiße, verdammte Shit! Ach du Barry! Barry! Wir
Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Oh nein. Oh nein. Schön, Alter. Seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr. Ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Ja, immer wieder lustig. Wenigstens musste ich mir um sie keine Sorgen machen. Sie wusste sich zu schützen. Gut, Leute, ich mache eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, liebe Friends, willkommen zurück zu Alan Wake. Ich habe ja schon eine Ewigkeit nicht mehr gespielt. Und ich freue mich endlich, dass es weitergeht. Ich habe endlich mal wieder Freizeit gefunden. Und auf geht's. Soweit ich mich noch erinnere, haben wir so einer alten Dame geholfen, die Frau von diesen, ne, sie kannte den Zane. Und wir mussten, keine Ahnung, wir müssen wahrscheinlich wieder irgendwo hin dachseln, ja, ich hab's gewusst. The Velvet Room, das ist sehr gut. Und hier werden wir bestimmt auch wieder irgendwelche Thermoskannen finden, hoffe ich mal. Und was habe ich denn so an Waffen? Ich habe eine Pistole, ich habe eine, was ist denn das? Das ist ein Jagdgewehr? Wenn wir das Jagdgewehr haben, das wäre natürlich super. Leuchtpistole haben wir leider nichts mehr und wir haben Fackeln. Na, ich bleib mal bei der Pistole erstmal. Der Klassiker. Und Nachladen nicht vergessen. Da brennt was. Oh, ich bin so aufgeregt, ohne Scheiß. Hieße, man spielt so ein paar Serious-Spiele so. Ja, oh Gott. Ja, ich hab's drauf. Und ich hab voll die geile Taschenlampe. Ist ja Hammer. Kommt her. Ja, geht doch. Boah. Raben sind nur bei Bioshock Infinite cool. Aber nirgendwo anders. Komm schon. Lass dich auf. Boah. Jawohl. Aua. Werde ich jetzt zu sparsam mit den Batterien? Ich gehe mal einfach weiter. Moment. Da muss ich lang. Rennen. Unser Alan, der so sportlich ist. Er soll rennen. Die füllen sich immer mit mehr Sachen. Das finde ich super. Jagdgewehr-Munition. Super. Und Lichthammer auch. Huhuhu. Was? Wo? Oh Mann, ey, wenn ich jedes Mal dieses Sorry, dann könnte ich den scheiß Rahmen einfach nur ins Gesicht scheißen. Oh, wir müssen doch nicht darüber, oder? Locker müssen wir darüber. Oh nee. Jetzt passiert doch gleich was. Weg. Einfach weiterlaufen, Alan. Das ist gleich geschafft. Ey, du kannst nicht mal rennen? Was kannst du eigentlich, außer eine verdammte Taschenlampe halten? Nee. Nee, wo ist denn hier der Unterschied? Ihr wollt mich verarschen. Leute. Ich will das Spiel auch irgendwann mal durchspielen. Und so viele Rahmen kann ich nicht besiegen. Boah. Ja, ist ja gut. Ich hab die schon gesehen. So. Puh. Muss ich hier runter? Ach so, ich kann auch hier runter. Yay. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht weil ich behindert bin? Nein, natürlich nicht. Verschwindet! Ich müsste eigentlich mit so einer... wie nennt man die Viecher? Oh Gott, ich weiß das gar nicht mehr.
Mit so einer Heuschrecke. Ne, eine Heuschrecke ist was anderes. Das ist so ein komisches Vieh, so ein komisches Insekt. Mit einer Vogelscheuche, genau. Heuschrecke. Vogelscheuche. Da auf den Schultern irgendwie rumlatschen. War das nicht der... Barry! Oh, alle Barry! Barry! Haben wir in der Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wo ist denn der Barry? Die Absturzstelle sah schlimm aus. Aber ich glaube, das Wrack war leer. Ach, du glaubst es. Ich weiß es. Ich weiß es. Leuchtfackeln, was? Nehmen? Leuchtfackeln. Da war hier bestimmt noch eine. Nehmen. Mit der Mitteltaste habe ich die aktiviert, oder? Svelte Room. Jawoll. My English is very perfect. Oh Gott. Barry! Barry! Das ist nicht... Das ist die Polizistin, oder? Ah, das sind beide. Boah, Alter, die haben ja richtiges... Ah, stimmt ja. Ihr Freaks! Freaky, freaky, freaky! Ich mach euch kalt. Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Ah, verdammte Kacke! Oh mein Gott, sind die stark. Oh mein Gott, ich bin tot. Das war ja gemein. Das war richtig gemein. Oh, ich muss mich erst wieder einfinden. Ich habe ewig nicht mehr gespielt. Ja, ich komme. Ich bleib mal lieber hier. Dann habe ich eine bessere Übersicht. Das bringt mir nichts. Jawohl. Ja. Jawohl. Hilfe! Jetzt stirb doch mal! Geht doch. Ich hab grad wie ein Mädchen geschrien, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Oh. Sie haben ein gutes Timing, Wake. Ja, das hab ich wirklich. Oh. Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Hi, Barry. Ich wusste, du schaffst es. Warum das? Das flammende Auge von Mordor. Oh, war lustig. Mussten wir nicht irgendwo hin? Weaver trifft uns am Damm. Oh, wir müssen den Ring ins Feuer schmeißen. Schmeiß doch erstmal Barry ins Feuer, dann hält er vielleicht mal seine Klappe. Ah, weiter geht's. Oh, da vorne gibt's Licht. Jawohl. Bleiben wir einfach bis zum Morgen hier, Al. Bitte. Nein, wir müssen sehen weiter. Sie die Lichter? Das ist der Aufzug, den ich höre hier schon wieder irgendwelche Scheiße. Ich bin mal gespannt. Gott. Was zum Teufel ist das? Das ist hier überall! Ah, Hilfe! Wo sind sie? Wo sind sie? Nichts bewegt sich so! Das ist unmöglich! Was bewegt sich nicht so? Ah, Hilf! Nimm was! Oh mein Gott, wie schnell sind die? Das ist ja... Er ist zu schnell! Ich treffe ihn nicht! Ja, ach so! Da! Nein, da! Hey, hier wimmelt's! Los! Jawohl. Boah, die... Oh, wo kommt er denn her? Die sind ja wirklich schnell. Wahnsinn. Jawohl. Leute. Ich meine, die sind schon ziemlich stark. Sind wir sicher? Ja, ganz ruhig. Wow, Mann, wir sind zu dritt. Wir sind zu dritt, das müsste eigentlich reichen. Hey, Al, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir müssen gut aufpassen. Oh, ich werde mich nie daran gewöhnen. Na, ich auch nicht. Sorry. Wake, rufen Sie den Aufzug. Ich passe auf. Ich glaube, hier bewegt sich was. Hier bewegt sich alles, Mann. Es ist der Wind, das himmlische Kind. Nom, nom, nom. Nee, die feuere ich jetzt nicht gleich ab. Bin ja nicht doof. Ich muss bestimmt auf den Knopf drücken. Jetzt dauert es wieder ewig, bis er runterfährt. Und solange müssen wir uns verteidigen. Achtung, wo kommen Sie? Gedanken lesen. Oh nein! Oh nein!
Na bitte. Na, das geht doch. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ja. Nein, scheiße. Komm, komm, komm. Das ist echt ein Hammer, schießt der Aufzug der Welt. Boah. Komm, komm, komm. Jawohl. Oh Gott. Oh, das reicht langsam. Oh.